Unter Quantum Measurement and Control versteht man das Auslesen und die Kontrolle der physikalischen Qubits. Dabei setzen elektronische Schaltungen Signale um, die die Qubits beispielsweise initialisieren oder eben die Gatteroperationen auf den Qubits ausführen. Das können beispielsweise Laserimpulse sein oder elektromagnetische Wellen, die die Qubits steuern. Gleichzeitig realisiert die Elektronik das Auslesen der Qubits, das heißt durch Auswertung von Fotodetektoren oder durch Messung von elektromagnetischen Signalen. Eine große Herausforderung für die Elektronik ist, dass sie bei sehr tiefen Temperaturen funktionieren muss und gleichzeitig wenig Abwärme produzieren darf. Das hat damit zu tun, dass die Qubits selbst bei sehr niedrigen Temperaturen, das heißt im Kelvin- oder Sub-Kelvin-Bereich, nur funktionieren und damit die Elektronik hier diese Qubits nicht durch ihre Abwärme stören dürfen. Auch ist eine Besonderheit, dass die Qubits nur sehr geringe Lebenszeiten haben. Das heißt, die Elektronik muss auch sehr schnell sein, um eine Messung, Auswertung und das Erzeugen von neuen Signalen, um das Qubit zu steuern, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden durchführen zu können. Die Entwicklung von Hardware für das Quantum Measurement and Control verbindet viele verschiedene Kompetenzen des Fraunhofer IES, darunter unter anderem das integrierte Schaltungsdesign, vor allem für Low Power, Antennen- und Mikrowellentechnik, sowie die Aufbau- und Verbindungstechnik, speziell auch das Packaging, bis hin zu digitaler Signalverarbeitung mit schnellem Feedback.